Wir haben dort entsprechend verschiedene Ausführungen und haben auch hier natürlich wieder separat, wenn eine Dampfbremse ausgeführt wird, den entsprechenden Zuschlag für den Mehraufwand des Anschlusses an eine Sichtbalkenlage bzw. an einen Sichtdachstuhl. Und wir haben im Gewerk Außenwendedämmung auch die Innenbeplankung. Das bedeutet hier natürlich neben den Quadratmeterpositionen auch nochmal die Zulagen für die Anschlüsse für Sichtbalken und Sichtdachstuhl. Und das Ganze an der Stelle nochmal deutlich gesagt, ist deswegen, sprich die Innenbeplankung, die Dampfbremse im Gewerk Außenwendedämmung. Denn wenn es so wäre, dass Sie die Dämmung in den Außenwänden als Eigenleistungen ermöglichen würden, dann wäre es eben automatisch so, dass wenn Sie dieses Gewerk Dämmung rausnehmen, automatisch eben dann auch die Innenbeplankung raus wäre. Das heißt also alles das, was eben Anführungszeichen bautechnisch logisch zusammengehört. Wenn wir jetzt nach außen gehen, haben wir halt die Unterscheidung für die Putz- und die Holzfassaden. Dort können wir, wenn wir jetzt mal mit der Außenfassade Holz entsprechend starten, können wir sehen, dass die Struktur hier anders als bei dem Ständerwerk und der Dämmung nach den entsprechenden Bereichen getrennt ist. Das heißt also, die Holzschalungen sind eben hier getrennt nach Haus, nach Garage, nach Sockel, nach Gauben, nach Decken, Untersichten etc. Sie sehen auch, dass dort in Klammern zum Beispiel bei den Gauben schon kleinformatig steht. Damit ist die Erklärung an sich auch schon wieder automatisch gegeben. Bedeutet also, je kleinteiliger Fassaden sind oder bei den Deckenuntersichten, wenn ich über Kopf arbeite, hängen dort natürlich unterschiedliche Stücklisten, unterschiedliche Zeiten hauptsächlich dahinter. Teilweise sind auch die entsprechenden Verschnittanteile unterschiedlich. Das heißt also, wir haben neben den Fassadentrennungen, die entsprechend einstellbar sind und als Laufmeter berechnet werden, die entsprechenden Positionen für die einzelnen Holzschalungen im entsprechenden Gaubenbereich, bei den Deckenuntersichten, bei den entsprechenden oder für die Garagenwände. Dann haben wir Anführungszeichen die klassischen Berechnungen fürs Haus. Und beim Haus sehen wir jetzt eben, dass neben den Quadratmeter Fassadenflächenberechnungen, die standardmäßig sind, es eben genauso noch Zulagen gibt für Fassadenabschluss, für auskragende Wände. Das heißt also, wenn Sie zurückgezogene Terrassenbereiche haben und damit entsprechend Wände, die oben drüber auskragen, wo die Deckenuntersichten entsprechend dann von unten sichtbar sind, hier wird eben nochmal Laufmeter für diese entsprechenden Anschlüsse gerechnet. Dann haben wir Holzverleistungen als Eckbude, das heißt also entsprechende Ausführungen, die am Bauelement über Faschen planbar sind, die eben als Laufmeter berechnet werden. Und eben hier das Ganze natürlich, wenn ich noch ein kleines Stückchen runtergehe, haben wir die gesamten Leibungszulagen, eben je Materialausführung, die Eckbohlen eben genauso und auch hier wieder nochmal Zuschlag für Fenster und Terrassentüren bei Holzschalungen. Das ist wieder etwas, sowas gibt es beim Putz nicht, aber wenn ich eben eine Holzschalung habe, führt neben der Leibung etc. das Vorhandensein des Fensters einfach schon mal zu einem Zeitaufwand. Gleiches gilt für die Wanddachanschlüsse mit Laufmetern. Das heißt also, der gesamte Anschlussbereich oben wird entsprechend ermittelt. Und es gibt eben bei den Holzschalungen ebenfalls wieder Stückzulagen für die Gebäudeecken getrennt nach 90 Grad und ungleich 90 Grad. Für den Sockelbereich gibt es entsprechend separate Positionen, auch hier wieder, weil es in der Regel sehr, sehr feingliedrige Arbeiten sind. Und es gibt für die Holzschalung, und Sie sehen das an der Bezeichnung der Gruppe schon, Mehrpreis für geteilte Fassaden. Das heißt also, wenn wir in irgendeiner Art und Weise von Patchwork-Fassaden reden, wir können uns das hier einfach mal bei der Planung ganz, ganz kurz anschauen. Das heißt also, wenn irgendwo in der Fassade, ne, wie das jetzt hier der Fall ist, entsprechende Holzschalungen eingesetzt sind, dann werden eben automatisch nochmal hier Zulagen gerechnet. Das ist auch bei Putzfassaden der Fall. Allerdings dort ist es halt einfach nur ein Stück also eine Stückzulage für das Thema mehrfarbige Fassade. Und hier haben wir halt sowohl eine Stückzulage, dann haben wir nochmal die Ecken, 90 Grad, ungleich 90 Grad dieser Fassaden und wir berechnen die laufenden Meter Fassadenanschlüsse an Teilflächen und natürlich hier auch nochmal die Wanddachanschlüsse bei Fassadenteilflächen, die in Holz ausgeführt werden mit entsprechenden laufenden Metern. So, das wäre jetzt die Außenwände bei Holz, bei
Putz, bei Schiefer, bei vorgehängten Fassaden und so weiter und so fort, haben wir entsprechend hier eine separate Struktur der Gewerke, hat wieder damit zu tun, Holzfassaden ist etwas, der eine oder andere lässt zu, dass sowas in Eigenleistung dann bauseits gemacht wird. Deswegen ist das eben hier wieder ein anderes Gewerk. Wir haben bei Außenwände, Fassade, Putz, Schiefer, Klinker entsprechend hier im Bereich allgemein Leistungen, wie Sie sehen das, Verputzen von Brüstungswänden als Balkongeländer, Verkleidung von Stahlstützen im Außenbereich, was einfach entsprechend Zulagepositionen sind. Dann haben wir für die Blechwellen eine entsprechende Positionsstruktur, die identisch ist zu der oder nahezu identisch ist, genauso wie bei den Schieferfassaden und den vorgehängten Fassaden zur Struktur der Holzscharnungen. Die Dämmung für WDVS-Systeme wird hier entsprechend berechnet. Das heißt also die Quadratmeterposition, hier auch entsprechende Zulagen für die Ausführung der Leibung in Laufmeter, für die entsprechenden Wasserabdichtungen, die einstellbar sind. Dann haben wir entsprechende Tragwinkelvarianten bei WDVS für Absturzstangen, für französische Balkone, genauso wie die Befestigungspunkte für Klappläden, Schiebeläden und so weiter und so fort, die in Abhängigkeit des Vorhandenseins des WDVS automatisch berechnet werden. Dann haben wir unsere ganz klassische Putzbeschichtung, auch hier wieder mit entsprechenden Quadratmetern, mit der Separierung der Dachgauben, mit den entsprechenden Zulagen für die Leibung und die entsprechende Fensterbankausführung. Genauso die Gebäudetrennwandfassaden, wenn es dort eben Übergangsfassaden bis 3 oder bis 12 Monate geben sollte. Die Mehrpreise für die geteilten Fassaden, die jetzt hier ebenfalls wieder nach Fassadenart getrennt zur Verfügung stehen. Unsere Putzausführung, bei denen entsprechend neben Quadratmeter, neben den Faschen und den Leibungszulagen, es hier eben noch die Zulagen für C1, C2, C3, das heißt also das Durchfärben der entsprechenden Strukturen gibt. So, und dann haben wir den Außenbereich der Wände, das heißt Ständerwerk nach außen, die Achsebene, sprich Ständerwerk, soweit durch und haben dann eben nochmal eine Ebene, die halt heißt Zusatzdämmung. Die Zusatzdämmung hier kommt natürlich nur bei vorgehängten Fassaden, ist gruppenmäßig unterteilt nach Gauben, Decken, Untersicht und dem Haus. Und hier sind Anführungszeichen nur ganz klar einmal unsere Quadratmeter, das heißt Deckenuntersichtsflächen, Fassade und Gauben berechnet, die eben hier getrennt nochmal in einem Gewerk stehen, ausführungsmäßig, wie gesagt, an vorgehängte Fassaden gekoppelt sind, um eben hier, falls nötig, auch nochmal das Ganze vom Thema Angebotsumfang her separieren zu können. So, und dann haben wir noch eine Gewerkestruktur, die heißt Außenwände, Innenbeplankung. Und in dieser haben wir jetzt zum einen die Struktur Gipsplatten drin und zum anderen die Struktur Installationsebene. Würde also bedeuten, dass wenn Sie sagen, die Innenbekleidung der Außenwände, geschlossen sind sie ja, würden sie als Eigenleistung separieren, geht das eben über diese Gewerkestruktur. Und wenn es denn so wäre, dass diese Wände auch eine Installationsebene hätten, dann ist das Ganze eben in einem Gewerk zusammengefasst. Bei den Gipsplatten haben wir zum einen die Berechnung der Plattenwerkstoffe selber, die entsprechenden Zulagen für die Leibung und natürlich auch die Zulagen für Sichtbalken und Sichtdachstuhlanschluss. Und bei der Installationsebene letztendlich ähnliche Struktur, die Installationsebene selber, die Dämmung, die zusätzliche Platte und der Zuschlag der Anschlüsse für Sichtdachstuhl und Sichtbalkendecke. Und damit sind wir, was so diesen ganzen Berechnungsansatz, Durchgängigkeit, Komplexität, Zulagen und so weiter und so fort, der Außenwände und der individuellen Wandscheiben im Branchenmodell Holz angeht, soweit durch.